Herzlich willkommen zurück zur 194. Folge von Let's Play Dragon Age Origins. Wir wollen in dieser Folge ins Gesindeviertel. War das das Gesindeviertel, sagt man? Das Gesindeviertel, genau. Da wollen wir hin, da leben ja die Elfen. Denn die Elfen werden ja in Dragon Age als unreines Wesen sozusagen gesehen, dass die einfach nur Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk. diebische Elfen halt sind, die mögen sich halt irgendwie nicht. Und in dieses Viertel müssen wir jetzt reingehen und da bin ich ja mal sehr gespannt. So, Anwesen da, das Gesindeviertel. Auf geht's. Mal sehen, da drin haben wir einige Quests zu erledigen. Mal gucken, was da allgemein so abgeht. Gesindeviertel der Elfen. Die Kultur der Gesindeviertel, genau. Oh, lass uns mal gucken, was hier abgeht. Da sehen wir schon ein paar Kuriere, seht ihr? Also hier gibt es doch schon einiges zu erledigen. So, dann gucken wir erstmal hier. Wen haben wir denn hier? Vermummter Kurier. Wir danken euch. Das Abkommen wurde erneuert. Sehr schön, schon haben wir eine Aufgabe erfüllt. Oh, wen haben wir da? Veryl Byrne. Und stehen so weit unter dir, dass wir alles nehmen, was du uns hinhältst? Wir sollten ihm das wohl mal erklären. So, wer bist du denn? Beryl Bern. Was kann ich für euch tun? Ich habe einen Brief der Blackstone-Freischärler für euch. Ah, genau, okay. Ein ehrenhafter Tod im Kampf gegen diese verderbten Scheusale ist vermutlich besser, als sich in diesem Dreck zu suhlen. Ich hoffe, sie bezahlen gut. Sehr schön, dann haben wir auch die Aufgabe erfüllt. Dann lass uns mal hier weiter ins Gesindeviertel hinein. Kranker Das Elf. ist also ein echtes Gesindeviertel. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wie aufregend! Naja, ob das aufregend ist, Liliana, ist so eine Sache, ne? Mir fehlt nicht. Ich Oh. gehe nirgendwo hin, also spart euch die Mühe. Hoppala. Da hinten ist ein Fass, aber ich weiß nicht, ob wir da irgendwie hinkommen. Nee, so kommen wir da nicht hin. Okay. So, wen haben wir denn hier? Hagerer Mensch. Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut. Bitte sprecht mich nicht an. Ihr erregt nur Ihre Aufmerksamkeit. Was ist denn hier los? Da ist eine Tür. Ciryons Haus. Gehen wir mal rein. Alter, hier läuft irgendwas falsch im Gesindeviertel. Soris. Ah, du. Komm rein. Ich hab dir noch nicht gedankt, oder? Ich wünschte, ich könnte dir etwas geben. Alles, was ich hatte, habe ich nach der Strafaktion an Plünderer verloren. Nicht, dass ich wirklich etwas von Wert besessen hätte. Ich brauche keine Belohnung. Du musst entschuldigen, wenn ich etwas skeptisch bin, dass mich eine völlig Fremde ohne Grund aus dem Kerker holt. Naja, wenn ich da schon einmal vorbeikomme, ne? Warum sagst du mir dann nicht, was los ist? Die Pest, sagen sie. Oh. Ich habe seit meiner Rückkehr ein paar Kranke gesehen, aber ich weiß nicht, wie schlimm es wirklich ist. Ein paar Magier aus Tevinter helfen bei der Behandlung der Kranken. Aber dennoch geht etwas Merkwürdiges vor. Meine Base Shiani kann dir mehr darüber erzählen. Such einfach nach der wütendsten Frau im Gesindeviertel. Du kannst sie nicht verfehlen. Warum wurde das Gesindeviertel nicht abgeriegelt? Dazu hat die Stadt angesichts des Bürgerkrieges und Ostar gar nicht genug Soldaten übrig. Außerdem ist außer Elfen und Flüchtlingen niemand krank. Aber sobald ein hoher Herr die Pest bekommt, brennt das Gesindeviertel. Oha. Ich nehme an, die Pest ist ziemlich übel. Ich habe zwar einige Kranke gesehen, aber als ich hierher kam, schien sie unter Kontrolle zu sein. Ein paar Magier aus Tevinter helfen bei der Behandlung der Kranken. Aber dennoch geht etwas Merkwürdiges vor. Meine Base Shiani kann dir mehr darüber erzählen. Hatten wir doch Such schon. einfach nach der wütendsten Frau im Gesindeviertel. Du kannst Wirkt sie diese nicht magische verfehlen. Behandlung? Ich weiß nicht. Sicher ist man immer erst, wenn es nicht funktioniert. Und niemand will es ernsthaft auf die Probe stellen.
Und die Kirche duldet diese fremde Magie? Sieht so aus. Sonst wären längst Templer hier. Mhm. Wirkt diese magische Bahn? Ach, hatten wir schon. Ja, die wiederholen sich ja. Hier muss man ja aufpassen. Ich weiß, wie viel du schon für mich getan hast, aber ich muss dich einfach fragen. Könntest du bitte mit Gianni reden? Bitte, ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber sie ist der Sache nicht gewachsen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wirklich? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Der Erbauer segne dich. Danke. Gut, eine neue Quest schon wieder erhalten. Dabei dachte ich eigentlich, dass wir die Quest so langsam loswerden, aber naja, okay. Gut, dann Aufmarsch. Weiter ins Gesindeviertel hinein. Lass mal gucken, was es da so gibt. Okay, so. Verhungerter Veteran. Etwas Silber für einen Kriegsveteran. Wo wurdet ihr verwundet, Soldat? Ostagar. Die dunkle Brut hat mich einen halben Fuß gekostet. Ja, ich geb dir mal einen Sovereign. Andraste segne euch, Sir. Ich werde euer Gesicht bestimmt nicht vergessen. Okay. Danke, Sir. Alles klar. So, offizielle Bekanntmachung. Das Tragen von Waffen ist strengstens untersagt. Natürlich! Elfen, die mit Schwertern aufgefunden werden, finden durch diese den Tod. Alles klar. Verwilderter Hund. Oh, armer Hund. Armer Hund, armer Hund. Verrückter Bettler. Murmelt irgendwas. Okay. So, was haben wir hier? Valendrias Haus. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Meinst du? Selbstverständlich. Okay. Tatsächlich. Speichern und dann lass mal reingucken. Vielleicht können wir da ja schon rein. Oh, hier haben wir Truhen, Liliana. Ihr wünscht? Plündern. Es war hart im Gesindeviertel, aber was wir haben, haben wir. Außerdem gibt es XP. So, was haben wir hier? Bänder, Rüstungsstiefel. Da ist auch noch eine Truhe. Schwacher Wundumschlag, auch nochmal 30 XP. War besser als nichts, ne? Wir können alles gebrauchen, was wir kriegen können. Andrastes Segen. Ach ja, das ist das Geschenk, ne? Genau. Pinkel da mal an dem Baum, kleiner Hund. Alter, du wirbelst aber Staub auf. So, dann lass uns mal gucken, was wir hier finden. Meine Kinder brauchen mich zu Hause. Ich kann hier nicht noch einen Tag warten. Dann geh nach Hause. Das Beste, was du für deine Kinder tun kannst, ist diesen Scharlatan nicht zu vertrauen. Bitte, bewahrt Ruhe. Wir helfen heute so vielen, wie wir können, solange nur alles geordnet zugeht. Oh, ihr helft uns also, Shem. So wie ihr Valendrian und meinem Onkel Sirion geholfen habt, richtig? Dank eurer Hilfe wurden sie nie wieder gesehen. Wir haben es euch doch schon erklärt, Kind. Ihr könnt noch so viel jammern, aber wir werden dennoch nicht zulassen, dass ihr die Quarantänestation betretet und die Pest wieder ins Gesindeviertel einschleppt. Du bringst uns noch alle um, Gianni. Einige von uns haben noch etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Oh, ja. Wenn ihr Zauber wirklich funktioniert, warum sind dann die Hälfte der Quarantänepatienten vollkommen gesund? Das stimmt irgendwie, ne? Was ist hier los? Was ist los, Shem? Hast du aus Langeweile beschlossen, dabei zuzusehen, wie die Elfen an der Pest sterben? Warte, Soris hat mir von dir erzählt. Du hast ihn aus dem Kerker befreit. Die Fremden sagen, sie wollen uns gegen die Pest behilflich sein. Aber alle, denen sie helfen, verschwinden plötzlich. Seltsam, oder? Das stimmt nicht, und du weißt das, Gianni. Meine beiden Schwestern haben den Tevinter-Zauber bekommen, und es geht ihnen gut. Und wo ist dann deine Nichte? Und mein Onkel Sirion und Valandrian?
Beruhige dich und sag mir einfach, was hier vor sich geht. Die Fremden haben in den letzten Wochen Dutzende von Elfen in das Haus gebracht und keiner davon wurde seitdem wieder gesehen. Einer von ihnen war unser Horan, Velandrian, und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir ihn nicht zurückbekommen. Okay. Wissen die Wachen davon? Sie müssen davon wissen. Der Horan hat sich beschwert, ebenso wie ich. Es interessiert sie einfach nicht, oder es ist noch schlimmer. Was ist ein Horan? Er ist der Älteste, derjenige, der uns führt. Dir mag das nichts bedeuten, aber für uns ist es wichtig. Okay. Ich werde mir das Hospiz mal von innen ansehen. Sie werden dich nicht reinlassen. Ach, komm schon, ich habe schon überzeugende Worte. Hast du eine bessere Idee? Ja, kann man ja mal fragen. Nun, in der Gasse gibt es einen Nebeneingang. Dort gafft keine Menge und da steht auch kein Magier. Nur eine einzige Wache. Okay. Du kannst es gern versuchen, aber diese Wachen meinen es ernst. Okay. Also hier werde ich definitiv nichts klauen, denn ihr seht, das dauert einfach viel zu lange. Ich werde auch im gesamten Gesindeviertel keinen Taschendiebstahl machen. Ich glaube, ich werde es auch gar nicht mehr machen, weil wir haben eigentlich mittlerweile genug und wir kriegen ja immer noch von Beute oder so. Ich bin erfreut, euch wiederzusehen. Ihr wart so großzügig zu mir und das hier sind auch Veteranen. Ich bin Weise. Und eine Weise. Bitte, Herren, habt ihr ein paar Münzen übrig? Seid ihr wirklich ein Veteran? Ihr beleidigt mich. Ich war schon bei vielen Kriegszügen dabei. Und Ollie hat weniger Eltern als jeder andere. Meine Mami ist ganz besonders tot. Ganz das besonders musst du nicht tot? Erwähnen, Ollie. Werdet ihr uns helfen? Ich habe derzeit keine Münze bei mir. Naja, Fragen kostet ja nichts. Komm, Olli, wir gehen. Ich hab denen doch schon ein Sovereign gegeben, der kann doch mit dem, teilen im Endeffekt, weil, wenn man das so sieht, ein Sovereign ist ganz schön viel wert für Elfen oder... Ja, ist ja gut. Och. Okay, wir haben hier einiges zu tun. Erstmal gucken wir hier, was das hier für ein Schild ist. Baum im Gesindeviertel. Aha, aber ein Codex-Eintrag und 50 XP. Kranker Elf, lass uns erstmal hier hinten lang gehen, bevor wir da gucken. Sir Otto. Ist da jemand? Der Erbauer segne euch. Habt keine Angst, ich sehe noch genug, um euch auszumachen. Wer seid ihr? Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Ich bin Sir Otto. Otto. Ich bin ein Templer und habe mein Augenlicht im Kampf mit einem mächtigen Malefiker verloren. Er rief Flammen vom Himmel und verbrannte mein Gesicht. Die Wunden sind verheilt, aber ich werde nie mehr sehen können. Okay. Das tut mir leid. Muss es nicht. Viele meiner Brüder sind dabei gestorben. Ich dagegen bin gesund und munter, nur ein bisschen blind. Wie kann man ein bisschen blind sein? Entweder man ist blind oder man ist, oder man kann sehen. Oder so halbblind, aber ein bisschen blind gibt es nicht. Ein bisschen beschreibt nicht die Menge. Hat mir jemand mal erzählt. Was macht denn ein Templer hier? Wir hatten Gerüchte gehört, dass sich eine Gruppe Malefika im Gesindeviertel versteckt. Und warum wurdet ihr ausgesandt und nicht ein Gesunder? Ich habe mich freiwillig gemeldet und bestand darauf. Ach so. Mein Gelübde lautet, der Kirche zu helfen, nicht untätig herumzusitzen. Seid ihr denn dazu imstande, gegen Malefikare zu kämpfen? Leider nicht mehr, aber ich verfüge über viel hart erkämpfte Erfahrung. Oftmals ist die Verfolgung ebenso schwierig wie der Kampf. Ich diene dem Erbauer, so gut ich eben kann. Okay. Habt ihr etwas gefunden? Ich bin mir sicher, dass es hier Malefika gibt. Oder jemand anders schleicht nachts umher. Aber da ist noch etwas. Dieser Ort ist voller Narben, so wie ich. Als ich herkam, spürte ich sofort eine gewisse Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung.
Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass das Problem viel tiefer liegt. Will sagen? Ich weiß es nicht, aber das Gefühl ist stets präsent. Also versuche ich, seine Ursache zu finden. Ich kann euch wohl nicht damit bedrängen, oder? Ja, ich helfe immer gerne. Ich war geduldig und die Elfen haben mir schließlich ihre traurigen Geschichten erzählt. Aber echte Beweise für meine Befürchtungen erhielt ich nicht. Ich habe nur meine Ohren und mehr finden die nicht mehr heraus. Ich hatte gehofft, ihr könntet meine Augen sein. Seht euch im Gesindeviertel nach irgendetwas Ungewöhnlichem um. Wonach soll ich Ausschau halten? Ich weiß nicht, aber irgendwie spüre ich, dass es da etwas zu finden gibt. Ihr wirkt durchaus fähig. Hoffentlich findet ihr, wonach ich suche. Möge der Erbauer über euch wachen. Alles klar, okay. Irgendwas stimmt nicht, das stimmt. Entweder stimmt mit ihm was nicht, oder er hat wirklich einen guten Riecher und hier stimmt wirklich etwas nicht. Aber das, liebe Leute, erfahren wir dann erst in der nächsten Folge. Ja, wir sind jetzt hier im Gesindeviertel angekommen und in der nächsten Folge gucken wir uns mal mit der Krankenstation bzw. mit diesem Hier stimmt irgendwas nicht Quest an. Also, vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.